Moin HSV-Fans, wir sind heute hier, Robin und ich. Ich werde den Robin heute ein bisschen löchern, ein paar Fragen stellen zur Weihnachtszeit und ich freue mich extrem. Können wir auch gleich anfangen? Robin, musstest du früher Gedichte an Weihnachten aufsagen? Nein, musste ich nicht. Zum Glück hat der Weihnachtsmann mir dann die Geschenke auch ohne Gedichte gegeben. Na gut, das ist natürlich schade. Ich hätte gern eins von dir gehört. Ich habe auch keins im Kopf, sonst hätte ich dir jetzt eins aufgesagt. Welche Sportart außer Fußball verfolgst du? Ich verfolge noch American Football, die NFL und die NBA. Und das mein Lieblingsteam sind die New York Knicks. Da war ich dann auch schon mal live im Madison Square Garden. Das war echt ein super Erlebnis. Das glaube ich. War geil, eine geile Stimmung. Ne? War super Stimmung. Das gegen Portland mit Damian Lillard. Wie viel Dreier hat er gemacht? Weiß ich nicht mehr, aber Knicks haben gewonnen. Das war letztes Jahr oder vor 2 Jahren, da waren die noch richtig schlecht. Das war, glaube ich, der 5. Sieg erst. Na gut, dann war es das dazu, würde ich sagen. Wie war es in Willinghusen aufzuwachsen? Auf der einen Seite war es schön, aber auf der anderen Seite auch nicht so cool, weil die Busse relativ selten in die Stadt gefahren sind. Ist das ein bisschen außerhalb? Ja, das ist außerhalb, das ist so an der Stadtgrenze. Also gehört zu Schleswig-Holstein, aber ja, es war cool. Meine ganzen Freunde, mit denen ich da früher auch zusammengespielt habe, haben da auch gewohnt. Das heißt, wir hatten so ein bisschen Connections untereinander, haben auch viel gemacht, aber umso älter man wurde und als ich dann aus Willinghusen dann in die Schule auch weggegangen bin, wurde es dann ein bisschen schlimmer, weil auch dann die Freunde aus der Schule weiter weg gewohnt haben. Deswegen, aber es war cool. Top. Ein bisschen Dorfleben. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Was war dein schlechtestes Fach im Abi? Ich habe ein ganz gutes Abi gemacht, muss ich sagen. Aber ich glaube, mein schlechtestes Abi-Fach war Englisch schriftlich. 5 Punkten. Reicht doch. Bestanden, aber ich hatte auch eine schlechte Lehrerin. Ja, gut, die Lehrerin war schuld. Lehrerin sonst wäre besser gewesen. Nein, die Lehrerin war top. Also Frau Solte auch, falls Sie das sehen. Wann wurde dir klar, dass der Traum vom Fußballprofi wirklich wahr wird? Ich glaube so richtig erst letztes Jahr, als ich die ersten Einsätze hatte und als es dann unter Horst so richtig losgegangen ist, da wurde mir dann erst so richtig klar, dass sich der Traum jetzt erfüllen kann. Aber man arbeitet ja auch trotzdem so schon die ganze Jugend darauf hin, dass sich der Traum irgendwann erfüllt. Ja, klar. Aber du hast ja auch gut getroffen, muss man sagen, ne? Habe ich, ja. Also am Ende war auch vielleicht ein bisschen Glück dabei, aber... Ja, das glaube ich nicht, also... Da war schon viel Können dabei, ja, mit sehe ich doch auch im Training. Ja, mit dir auf dem Platz, da hat man eine gewisse Sicherheit, weißt du? Ich hatte damit nichts zu tun. Doch, du hattest damit sehr viel zu tun. So, was haben wir hier noch? Oh. Bist du mit deiner Fantasy-Football-Saison bisher zufrieden? Fragt Bennett Schauer. Nein, bin ich nicht. Ich dachte, letztes Jahr wurde ich Vorletzter und dann habe ich mein komplettes Draft-System umgestellt. Und bin jetzt Letzter. Okay. Wir haben da eine Liga zusammen mit Bennett, Tom Mickel, Julian Pollersbeck, Fabian Nürnberger von Nürnberg und noch ein paar ehemalige HSV-Spieler aus der Jugend. Und naja, es läuft nicht gut, also nächste Frage bitte. Wie kommt dein Spitzname Poldi zustande? Ich glaube, angefangen hat Jumbo damit und ich schätze mal, dass das was mit dem harten Schuss zu tun hat, weil da eine Übereinstimmung war und das hat sich dann jetzt einfach so durchgezogen, dass gefühlt jeder das jetzt sagt, auch die Trainer. Ja, ich kann da vielleicht auch noch was zu sagen. Also ich glaube, dass du einen sehr, sehr starken Schuss hast und dass der Name natürlich dann völlig zurecht zustande gekommen Dankeschön. Ist. Dankeschön, Dankeschön. Ehrt dich. Was hat Horst Rubisch zu dir gesagt, als du in die Startelf kamst? Ich glaube, das Erste, was er meinte, er meinte irgendwie, sei nicht nervös, nur weil du jetzt mal von Anfang an spielst. Das war irgendwie ein paar Tage vor dem Spiel. Aber sonst hat er nicht viel gesagt, sondern einfach, zieh dein Ding durch, spiel dein Spiel. Und dann hat es ganz gut auch geklappt. Auf jeden Fall. Hat deine Rückennummer eine besondere Bedeutung? Nee, also ich hatte ja letzte Saison die 45, die wurde zugeteilt. Und dann dachte ich mir, ich könnte vielleicht wechseln auf eine neue Nummer und da waren dann die 22, die 28 und 25 zur Auswahl, die ich mir von den Nummern aussuchen durfte, weil ja, ab
unter 20 durfte ich noch nicht nehmen. Und dann dachte ich, die 22 passt am besten. Und dann kam einfach die 22 zustande. So, ich glaube, wir haben die letzte Frage. Letzte Frage. Schöne rote nochmal. Wie schwer war es deinem Vater zu sagen, dass du zum HSV wechselst? Hat das jemand Spezielles gefragt oder stand das? Nee, da steht kein Name. Schwer würde ich sagen. Also die Stimmung war danach nicht gut. Er ist sehr auf Eis gelegt. Aber inzwischen, auch nachdem ich dann die ersten Einsätze hatte und die ersten Tore gemacht habe, dann wurde das Verhältnis auch besser. Aber inzwischen ist es wieder top, also keine Sorge. Das ist super. Gutes Verhältnis wieder. So, das war's, glaube ich, ja. Bist du dir sicher? Mhm. Super, danke für die Fragen. Gerne. Spaß gemacht. Moin HSV-Fans, vielen Dank für eure coolen Fragen. Heute könnt ihr dieses Bild von unserem Volkspark gewinnen, gesponsert von unserem Partner Fotodrucken24. Viel Erfolg beim Teilnehmen.